Ja, hallo. Hallo, hallo. Willkommen zu Fun mit Redux. Ja. Episode 10. 10, 10. 10 haben wir jetzt. Worum geht's heute, Klaus? Heute geht's nochmal, muss ich sagen. Wir hatten schon mal ein Fun-Vis-Relux für das Thema Revit. Aber da haben sich doch einige Dinge getan, dass wir das Thema nochmal aufgreifen werden und auch einige Erweiterungen. Es gab auch vielen Input damals nach der ersten Session. Und auch da ist einiges dann mit eingeflossen. Richtig. Ja, also der Schwerpunkt Revit, beziehungsweise unser Produkt Relux Cat for Revit. Das ist sozusagen unser Revit-Plugin, mit dem man halt in Revit direkt selber Lichtberechnung machen kann. Als wir euch das letzte Mal gezeigt haben, beziehungsweise letztes Mal hatten wir das Thema war, glaube ich, da ging es an sich um den Lichtplanungsprozess in BIM. Und natürlich die Relux-Antwort darauf ist unser Plugin in Revit, weil die meisten BIM-TGA-Planer, Fachplaner im Bereich Elektro, Licht etc. sich mit dem Revit beschäftigen, weil im Revit einfach wieder eine vernünftige Leuchtenauswahl haben, eine vernünftige TGA-Planungsumgebung haben. Das ist der Grund für Revit und an sich ist die Verbreitung von Revit relativ stark global gesehen, also global noch stärker als in Zentraleuropa, muss man dazu sagen. Ja, und deswegen haben wir ein Plugin direkt in Revit gemacht und wir haben es letztes Mal halt den Prozess gezeigt. Da war sehr viel, ein sehr wichtiges Feature, wie ich auch fand, vom Relux Cat für Revit war, dass man direkt mit dem Relux Desktop interagieren konnte. Das ist eins der Kernfeatures für mich, auch heute immer noch ein Stück weit. Damals aber noch viel dramatischer ist, dass man wirklich zwischen einem Revit-Projekt, also zwischen dem digitalen Gebäudemodell in Revit und zwischen Relux Desktop nahtlos hin und her wechseln kann mit den Räumen. Das ist das, was ich aus der BIM-Welt auch als Fachplaner haben möchte, ist, ich möchte die Räumlichkeiten in meinem Lichtplanungsprozess haben. Und das ist sozusagen, das haben wir behalten. Keine Angst, das haben wir nicht rausgeschmissen. Gegenteil, Ja. sogar drastisch erweitert, das werden wir dann zeigen. Genau, Klaus hat da was vorbereitet, was er zeigen kann, wie man das nochmal, wie wir das noch verfeinert und uns die Schnittstelle noch tiefer angeschaut haben und noch mehr Optionen eingebaut haben, um den Übergang zwischen den beiden Programmen, die doch relativ unterschiedlich sind, abgesehen davon, dass sie eine 3D-CAD-Umgebung sind in einer gewissen Art und Weise, aber da hat sich schon einiges noch entwickelt. Das ist spannend, aber der Grund, warum wir nochmal gesagt haben, okay, wir müssen nochmal euch das nochmal zeigen, was wir im Revit haben, ist, dass wir seit jetzt, ich kann es gar nicht genau eingrenzen, jetzt, aber seit fast einem Jahr haben wir jetzt sozusagen auch eine direkte photometrische Berechnung im Revit drin. Wir haben den Redux-Rechenkern genommen, freigeschält und sozusagen direkt ins Revit auch reingepackt. Das heißt, man kann jetzt im Revit auch ohne einen Redux Desktop auch direkt Lichtberechnung machen. Und das auch ziemlich gut. Das hat sich auch gut entwickelt. Da gab es auch immer weitere Verbesserungen und Zusatzoptionen, ja, mit so auch sowas wie Umgebungsbereiche, Task Areas drin, etc. Und das wollen wir euch sozusagen mal zeigen, wie man photometrisch Punkt zu Punkt mit einem Radiosity direkt in Revit arbeiten kann. Das heißt, man bräuchte theoretisch gar keinen Desktop mehr oder auch keine andere Applikation, weil man kann alles direkt im Revit machen. Der Redux-Rechenkern ist jetzt im Revit drin. Und das ist schon eine kleine Revolution. Ich fand das auch total toll, dass wir das hingekriegt haben und dass das so geht. Und damit kann man jetzt viel machen. Und das, wie gesagt, wollen wir euch heute mal zeigen. Ja, dann können wir eigentlich direkt reinspringen. Wir haben heute Was sehr viel können zu zeigen. Weniger wir? jetzt Ja, zum Diskutieren und zu streiten, sondern hinzu. ihr sozusagen direkt Mal. ins Programm rein und wir zeigen einfach mal, was wir da haben. Und jetzt muss ich nur den Bildschirm hier wieder anmachen. Jetzt brauche ich die Taskleiste. Achso, das ist die Präsentation, noch, die wir sehen, ne? Ja. Genau, da gehen wir rein. Genau, super. Nee, nicht da, wir gehen erstmal hier rein. Alles gut. Genau, ich wollte mal den Weg auch zeigen, weil das auch immer eine Kritik war, dass wir mit IFC wenig machen oder dass wir im IFC eigentlich sozusagen keinen Weg im Redux haben. Das stimmt nicht so direkt. Man kann im Redux auch mit IFC arbeiten, auch direkt. Wir sehen hier ein wunderschönes Gebäude, wo ich das IFC-Modell dafür habe. Ich habe nicht allzu viel echte IFC-Modelle. Also es gibt einen Haufen Demos im Netz, aber das ist hier mal wirklich ein richtiges Projekt mit einem richtigen IFC von einem Gebäude, was wirklich auch gebaut wurde. Und das IFC kann man sozusagen auch in Redux verwenden, aber halt mit dem Umweg über Revit. Das sozusagen, das ist unsere Antwort darauf. Man muss sozusagen zwangsläufig das IFC einmal durchs Revit durchspülen. Also Revit ist unser IFC-Interpreter und das ist gar nicht so ohne eine IFC vernünftig zu interpretieren. Wie gesagt, das ist die IFC von dem Gebäude. Ich wollte es mal zeigen, dass das hier einmal sozusagen aus dem IFC kommt. Es gibt wahnsinnig tolle IFC-Tools auch, die auch fast alle kostenlos sind. Also das ist ja auch ein kostenloses Tool.
aber keine Angst, ich mache keine Werbung oder Demo von dem Tool. Es geht ums Revit. Hier im Revit, das ist der Import. Ich habe hier kaum was dran gemacht. Ich habe nur die Räume angelegt. Ich habe aber, das ist der 1:1 Import, wenn ich das IFC, also dieses IFC, das sieht bei jedem IFC ein bisschen anders aus. Es ist auch schwer zu sagen, das sieht immer gleich gut aus. Aber das IFC sieht im Revit relativ gut aus, wenn man es importiert. Was hier in diesem IFC fehlte, war die Raumstruktur. Die musste ich hier von Hand ergänzen. Raumstruktur heißt, das sah aus wie hier unten. Also Revit hat keine Idee, welche Räume drin waren. Das liegt daran, dass das IFC Space in diesem IFC fehlte. Das ist aber, das ist wirklich typisch IFC, dass sozusagen immer mal irgendwas irgendwo fehlt, also irgendeine Bezeichnung ist halt nicht so, wie man denkt. Und das musste ich hier von Hand im Revit sozusagen nachholen. Ich habe jetzt hier diese vier Räume mir angelegt, damit ich was zum Spielen habe. Und diese vier Räume, die Raumanlage, das ging relativ leicht im Revit. Da gibt es ein Tool, ich mache keine Revit-Schulung, keine Angst, wo man dann sozusagen das einfach anklickt, sagt, welcher Raum es ist und dann ist gut. Ja, und jetzt möchte ich diesen Raum einmal berechnen. Ich zeige euch jetzt, wie man das photometrisch berechnen kann. Wir haben hier unser Redux-Plugin. Das ist hier oben einmal diese Rippenleiste. Da ist alles drin, was man mit Redux machen kann im Revit. Wir haben hier eine Leuchtenauswahl. Und das Erste, was ich euch gerne zeigen würde, ist, dass man jetzt, um eine Leuchte reinzubekommen, jetzt nicht immer über RedoxNet gehen muss. Kann man machen, ist ein super Weg. Kriegt man viele Leuchten zur Auswahl. Aber ich habe jetzt eine Eulenblatt. Ich möchte jetzt diesen Raum mit einer Eulenblatt berechnen. Da haben wir auch einen relativ neuen Weg. Man kann eine Eulenblatt, man kann diese Eulenblatt einfach hier Track and Drop hineinschieben in die Leuchtenauswahl, in das Leuchtenauswahlsfeld. Und dann wird diese Eulenblatt im Hintergrund, deswegen dauert das ein bisschen, umgewandelt in eine RFA. Also wir werden jetzt hier eine RFA erzeugt bekommen aus dem, was in der Eulenblatt drin ist. Nicht mehr, nicht weniger. Das, was in der Eulenblatt drin ist, wurde jetzt hier benutzt, um eine RFA on the fly beim Reinschieben zu erzeugen. Und das klappt mit jeder LVK, auch es müsste auch mit AES funktionieren, ohne es jetzt demonstrieren kann. Das heißt aber, man braucht sozusagen keine spezifischen Leuchten. Es müssen auch keine Redux-Mitglieder sein. Also es geht wirklich mit jeder selbstgebastelten, von irgendwo herkommenden Eulenblatt. Das ist uns sehr wichtig, dass es hier wirklich frei ist, dass man hier alle Leuchten verwenden kann. Deswegen kostet aber auch das Add-In-Fall für uns Geld. Also der Anwender bezahlt sozusagen für die Dienstleistung. Und deswegen haben wir gesagt, okay, hier kann alles gehen, hier gibt es keine Einschränkungen in Produkten und hier sozusagen die Eulenblatt gewandelt. So, jetzt möchte ich gerne diese Eulenblatt in diesen Raum drin haben. Die könnte ich jetzt per Track und Drop hier auch wieder bunt verteilen mit der Maus. Ist im Revit nicht ganz so trivial, wie es im Redux ist. Also ich muss erstmal hier die Decke definieren als Arbeitszone und so weiter. Da spare ich mir mal. Wir haben hier einen Weg, der nennt sich EasyLux. Also das ist dasselbe wie im Desktop auch. Ich kann hier sozusagen über die Wirkungsgradmethode, ich muss natürlich einen Raum markieren, muss diesen Raum markieren und dann kann ich dem Raum sagen, EasyLux. So, jetzt hat es keine Decke gefunden, ist auch so ein typisches Revit-IFC-Problem. Ich habe halt keine definierten Deckenhöhe. Da tut aber das Tool für uns eine Decke sich erfinden, also eine Decke einfach einziehen als Ebene. Und jetzt wird schon berechnet, wie wir sehen. Also dieser grüne Balken heißt, wir haben jetzt schon eine Lichtberechnung. Und das heißt, jetzt hat EasyLux sozusagen im Vorfeld schon einmal mit dieser einen Leuchte, die drin ist, einmal mir einen Vorschlag schon errechnet und das photometrisch. Also hier habe ich jetzt schon eine photometrische Berechnung, wo ich es auch hier sehen kann. Ich habe eine Gleichmäßigkeit, ich habe hier einen UGR-Wert, ich habe hier ein RA, okay, das kommt von den Leuchtendaten. Ich habe auch zylindrische Werte, ich habe hier die Beleuchtungsstärke etc. Das alles nach 12464 und das ist auch jetzt nahezu, also schon fast fertig ist, dass ich auch die neue 12464, die von 2021 hier auch sozusagen im Hintergrund schon fast fertig drin haben, ist noch nicht draußen, aber wir können intern schon sehen, wie es aussieht. Und hier kann ich auch ein paar Sachen verstellen, hier kann ich ein paar Leuchten noch, also wie im EasyLux im Desktop auch ein bisschen was verändern. Wir werden das hier oben auch noch erweitern, also in nächster Zukunft wird es hier auch noch ein paar mehr Optionen geben, um die Anordnungen ein bisschen zu verfeinern, Rasterdecken, das anzupassen, wie wir es auch im Desktop haben, das ziehen wir jetzt so nach und nach rüber auch ins Revit. Hier könnte ich die Leuchte mir austauschen, also alle Leuchten, die ich habe. Ich habe jetzt hier eine Leuchte drin, ist ein bisschen langweilig, aber hier könnte ich die Leuchte austauschen. Wie gesagt, ist nur die reine Eulenblatt. Und dann kann ich hier sozusagen ein bisschen was tun, nicht sehr viel, es ist kein Positionierer. Und dann kann ich die Leuchten hier reinlegen lassen in den Raum und habe dann sozusagen hier in dem Raum die Leuchten drin. Die sieht man jetzt in der Ansicht nicht, aber ich sehe jetzt mit den Falschfarben, sehe ich jetzt schon, wo die Reise hingeht, also wie hell dieser Raum geworden ist. Der Raum hat jetzt ein Profil von mir bekommen im Vorfeld von 300 Lux, ein Tagungsraum. Deswegen haben wir die 300 Lux. Ich kann das hier auch in Zahlen mir anzeigen lassen. Und das Ganze natürlich auch in 3D und in 3D auch mit Wänden, Decken, Böden. Also hier sehe ich auch sozusagen
die ganze Vielfalt der Berechnungsergebnisse. Das hier oben wird ein bisschen dunkler, weil halt hier das eine nur direkt strahlende Leuchte ist. Deswegen sehen die Wände halt ein bisschen schlecht aus. Aber sei es drum, man kann die Leuchte natürlich auch wechseln und was anderes probieren. Und jetzt würde ich gerne noch, ich habe hier einen kleinen Tisch drin, einen kleinen Schreibtisch. Und diesen kleinen Schreibtisch hätte ich jetzt gerne auch noch berechnet. Ich mache mal die Messflächen aus. Und diesen kleinen Schreibtisch, der kriegt eine Messfläche. Ich habe hier die Möglichkeit, jede Oberfläche, also diese Fläche des Tisches, aber auch vom Stuhl theoretisch oder von der Schublade, mir zu picken. Also ich muss die Fläche jetzt nicht nachziehen. Ich kann einfach sagen, diese Tischfläche interessiert mich jetzt messtechnisch. Ich kann hier auch sozusagen einstellen, wie hoch der Offset sein soll zwischen der gepickten Fläche und zwischen der Messfläche und auch den Umgebungsbereich, klassischen halber Meter. Nach Norm kann ich aber auch hier verändern. Wenn ich keinen Umgebungsbereich haben möchte, trage ich einfach eine Null ein. Da sage ich hier, mach eine Null, dann kriege ich keinen Umgebungsbereich. Und dann kann ich die Fläche mir hier picken, einmal draufklicken, dann ist die Messfläche mit Umgebungsbereich angelegt. Jetzt wird wahrscheinlich das Licht hier oben nicht ausreichen. Deswegen packe ich mal noch eine zweite Leuchte dazu. Ich nehme eine Stehleuchte und die hole ich mal aus dem Relux-Netz, um mal diesen Weg auch zu zeigen. Stehleuchte habe ich mir mit Absicht ausgesucht, weil die kann ich hier relativ schnell mir gut einfiltern. Also liegt auf dem Boden, ist eine Stehleuchte und ich möchte gerne eine haben mit Geometrie. Das macht im Revit dann auch viel mehr Spaß, wenn ich eine Geometrie sehe dazu. Und hier, die habe ich im Vorfeld schon mal ausprobiert. Das war die erste im Alphabet. Hat jetzt nichts mit dem Hersteller zu tun. Die wird jetzt nochmal gewandelt, geht aber schnell. Und jetzt habe ich hier die Stehleuchte drin. Und das brauche ich jetzt hier nicht mehr. Und jetzt gehe ich hier mit Track und Drop hinein und setze mir die Leuchte hier an die eine Ecke. Und da ich weiß, dass die Leuchte ein bisschen schwach auf der Brust ist, mache ich hier noch eine zweite ran. So, einmal Escape. Nochmal Escape. So, und jetzt klicke ich hier auf den kleinen Taschenrechner. Ah, ich muss den Raum wieder berechnen. Ah, ich muss den Raum selektieren. Das habe ich vergessen. Ich muss den Raum vorher auswählen. Das ist ein bisschen nervig, dass man immer den sagen muss. Oh Gott, das tut mir leid. Aber es ist live. Oh, vielleicht fängt es trotzdem schon an, aber er wird jetzt eine Außenszene machen. Nein, er wird jetzt die Außenszene machen. Ja, der rechnet jetzt einfach alles. Wir brechen mal hier an der Stelle ab. Das würde jetzt zu lange dauern. So, ich hoffe, das geht jetzt nochmal. Also ich muss den Raum einmal selektieren. Dann muss ich hier auf den Taschenrechner gehen. Und ja, ich habe das Problem, dass sozusagen jetzt die Berechnungsengine immer noch versucht, die Außenszene sozusagen zu rechnen. Das heißt, ich muss jetzt hier einmal Relux zu und wieder aufmachen, Revit zumachen und wieder aufmachen, damit es geht. Das wird jetzt, glaube ich, ein bisschen lange dauern. Ich speichere es einfach mal in dem Zustand, mache es zu und auf und gebe in der Zwischenzeit mal rüber zu Klaus. Und vielleicht sehen wir es dann nochmal, dass wir es nochmal dann am Ende nachholen können. Guck mal kurz, das muss auf jeden Fall erstmal zu. Dann brauchen wir, ist das wieder die Präsentation, also das ist die Präsentation, die noch offen ist. Jetzt bin ich ein bisschen aus dem Konzept geraten. So, hier, da war es. Genau, das ist das andere Projekt. Ich versuche das Projekt jetzt mal aufzumachen, aber in einer anderen eigenen Instanz. Eigene Instanz ist, müsste klappen, wenn ich hier drauf gehe. Das maximiere ich schon mal, wenn das geht, wenn es mich lässt. Ja, das ist übrigens, um ein bisschen Zeit zu sparen, das hier ist jetzt sozusagen ein kleineres Projekt, wo wir gezeigt haben oder wo wir zeigen wollten. Das haben wir vorberechnet, weil es ein bisschen dauert im Außenbereich. Man kann auch diese Messflächen im Außenbereich setzen. Also man kann mit dieser, ich wähle, picke eine Fläche. Das klappt auch wunderbar im Außenbereich. Also ich kann im Außenbereich mir auch eine existente Fläche aussuchen, zum Beispiel hier diese kleine Parkfläche vor dem Haus. Und dann auch hier auf den Taschenrechner gehen, berechnen und dann wird sozusagen die ganze Szene, also die Außenszene mit dieser Messfläche berechnet und dann kann ich mir auch Falschfarben anzeigen lassen, die Tabelle mir anzeigen lassen, beziehungsweise auch in einer tabellarischen Übersicht über alle Messflächen mir sozusagen dann anzeigen lassen, wie hell diese sind. Jetzt gucken wir mal, ob das, okay, hier habe ich ein leeres Revit und jetzt müsste ich nur mein Projekt nochmal aufmachen. Ich gehe sehr schnell, dann machen wir es direkt. Also immer so ein bisschen das Problem bei Live-Zeigen, gerade mit Revit, ist ein relativ schweres Programm. Allein schon das Öffnen dauert ein paar Sekunden. Und wenn man da fluffig live was zeigen möchte, aber ich hab riesen Glück. Das Projekt ist da, in dem Zustand, wie ich es habe. Jetzt werde ich den Raum zuerst selektieren und werde jetzt
den Taschenrechner bemühen. Und mit dem selektierten Raum berechnet jetzt auch diesen Raum. Genau, geht direkt los. Das geht dann auch relativ zügig. Im Innenraum, ja. Innenräume, einzelne Räume. Ja. Das ist natürlich immer den Projekten geschuldet, dass man dann sehr schnell sehr große Projekte. Jetzt sind wir fertig. Und jetzt gucken wir uns mal die Falschfarben an. Genau, und jetzt sehen wir die Falschfarben von dem Tisch. Der sollte hier auf 500 Lux sein. Ich habe zwei Leuchten genommen. Ich wusste das vorher. Ich kannte die Leuchte aus einer Übung davor. Und jetzt interessieren mich natürlich auch die Werte direkt. Und die kriege ich hier über die Tabelle raus. Und da sehe ich jetzt hier meinen Tisch und meinen Umgebungsbereich. Und das passt natürlich super. Aber ich sehe hier auch die Gleichmäßigkeiten von Umgebungsbereich und von der Task Area selber etc. Es gibt auch noch mehr Daten. Die kriege ich auch, wenn ich jetzt, das geht jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, wieder keine Schulung machen. Wenn man auf die Fläche drauf geht, kriegt man auch von der Fläche auch noch sehr viele Daten mehr, wenn man sie gepickt bekommt. Also da sind alle Berechnungsdaten sind in dieser Fläche sozusagen gespeichert und an die kommt man auch ran und kann sich dann beliebige Ausgaben machen. Das vielleicht noch letzter Punkt, den ich noch zeige, ist, man kann hier auch sich einen Plan ausgeben lassen, also so eine Art Ausgabe, wo man hier auch, wenn man das hier selektiert bekommt, die Ansicht, das ist ein bisschen wie im AutoCAD, muss die Ansicht selektieren, dann kann ich mir auch hier die Falschfarben anzeigen lassen. Ja, ich muss aber diese Ansicht hier erwischen. Ich glaube, ich muss doppelt reinklicken. Dann kann man hier auch sozusagen die Ansicht nochmal verändern, auch inklusive Falschfarben. Aber wie gesagt, das ist halt dann sehr, sehr Revit, was man hier machen kann. Und dann kommt man hier, denke ich, mit einem Doppelklick wieder raus, dachte ich. Ja, doch, kommt man. Und kann man hier sich sozusagen auch eine individualisierbare Ausgabe erstellen, wo man dann nachweisen kann, okay, in diesem Raum habe ich die und die Leuchten. Hier von der Eulenblatt natürlich ein bisschen weniger Daten als von dem aus dem RELUXnet. Da haben wir einfach mehr Daten, auch ein Foto und so weiter, auch eine Beschreibung. Und dann hier unten sozusagen, welcher Raum hat halt welche Beleuchtungsstärke, welche Gleichmäßigkeit abbekommen und erfüllen wir sozusagen die Norm, wenn eine Norm sozusagen für den Raum hinterlegt ist. Nur so als kleiner Abriss, da geht noch mehr. Soll aber keine Schulung sein an der Stelle. Und wie gesagt, jetzt würde ich an Klaus übergeben, um noch mal ein bisschen Außenberechnung, Outdoor zu zeigen. Ja, das Erste, was ich zeigen werde, hat eigentlich gar nichts mit Außenberechnung zu tun, sondern was immer ein großes Manko bei RELUX war, war die Feststellung, dass oder die Problematik, dass wir bei den Deckenformen konnten wir bisher standardmäßig sind einfach planparallele Räume. In RELUX war es einfach nur möglich, einfache Satteldächer beziehungsweise nach X extrudierte Räume zu erstellen. Aber es war immer wieder der Wunsch oder das Bedürfnis, da eben auch komplexe Deckenformen, auch gerade im Zusammenhang mit Oberlichterstrukturen, Dachstrukturen irgendwie abbilden zu können. Und man sieht jetzt hier oben beispielsweise ist auch so eine etwas komplexere Dachstruktur drin. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, dass über das Revit-Plugin, ich gehe jetzt mal hier, suche ich mir, hier gibt es einen Schnitt, wo ich jetzt hier in diesen Raum hier oben sehen wir jetzt dieses Obergeschoss, wo eben diese komplexen Dachformen hat. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, bei unserer Exportfunktion, die wir auch beim letzten Mal schon vorgestellt haben und die der Robert gerade vorhin erwähnt hat, wenn wir jetzt einen solchen Raum exportieren. Ich muss vielleicht dazu erwähnen, man muss den Raum auch dann wirklich über diesen Dachlichtern drüber haben. Das ist gerade in diesem Beispielprojekt von Autodesk. Haben wir da sozusagen, da ist die Deckenhöhe unter den Oberlichtern. Und wenn man es dann exportiert, dann kriegt man auch sozusagen die Höhe von unter den Oberlichtern, oder die Höhe über den Oberlichtern. Das ist jetzt hier schon passiert. Das wurde ja genau hier schon gemacht. Das muss man darauf achten, dass solche Dinge dann eben natürlich auch mit drin sind, in den Räumen, die drin sind. Ich exportiere jetzt mal nur diesen einen Raum. Hast du die Räume ausgemacht? Nein, das ist nicht. Achso, ja, das ist total anders. Ja. Ja. Es ist, Revit ist natürlich wie alle komplexen Programme, gerade Planungsprogramme, CAD-Programme, ein bisschen, hat so seine Tücken und es sind schon Fachplaner notwendig, die das Programm dann können und auch bedienen können. Und ja, jetzt ist es auf und wir haben jetzt hier ein RELUX-Projekt.
Ich wechsle mal hier auf die 3D-Ansicht, wo eben jetzt auch vor allen Dingen diese komplexen Dachstrukturen einfach übernommen wurden, mit dargestellt werden. Und ich habe mir jetzt, um Zeit ein bisschen zu sparen, das Ganze auch mal vorab hier als Tageslichtberechnung durchlaufen lassen, dass man das einfach sieht, dass man dann auch mit diesen Oberlichtern eben Tageslichtberechnungen beispielsweise machen kann und kann einfach diese gesamten Projekte mit übernehmen. Und allein schon das ist eben quasi, auch wenn ReluxCAD for Revit ein kaufpflichtiges Produkt ist, allein schon, wenn man das von Hand nachmodellieren wollte, was man jetzt da gerade sieht, da würde man Stunden für Stunden im Relux zubringen, um das alles händisch nachzumodellieren. Mhm. Das Zweite, was ich zeigen möchte, was mir auch wirklich sehr viel Freude bereitet, was der Matthias, unser Hauptentwickler, der da drin arbeitet, uns hier zur Verfügung reingezaubert hat, ist ein Tool, was auch sehr häufig hat man bei solchen Projekten, dass die einfach sehr, sehr groß sind und damit die ganze Bearbeitung langsam und schwierig wird. Und wir haben auch schon die ganze Zeit die Möglichkeit, Außenanlagen zu exportieren für Außenplanungen. Aber gerade da, das war auch der Grund, wieso wir gerade vorhin die Berechnung nicht zeigen konnten, da hat man dann meistens so viele Objekte mit drin, dass einfach die Berechnungen sehr, sehr langsam werden. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, dass man eben bei einer komplexen Anlage über den 3D-Schnittbereich, alle, die in Revit arbeiten, wird es ein sehr vertrautes Tool sein, die Möglichkeit, quasi sich sein Revit-Modell zu beschneiden. Ich mache auch mal da noch so einen Schnitt rein und vor allen Dingen jetzt hier in diese Richtung, dass ich mir einfach nur so einen Teil meines Projektes jetzt eben auswähle, dann wieder auf meine Relux-Funktion zum Exportieren gehe. Und jetzt wichtig, die Räume abschalten. Hat einfach nur den Grund, wir haben hier, glaube ich, über 100 Räume drin, die alle zu exportieren einfach eine gewisse Zeit braucht. Ich exportiere jetzt die Außenanlage. Man hat hier auch natürlich sehr viele Einstellmöglichkeiten grundsätzlich. Da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Ich wollte einfach nur dieses Feature zeigen, wenn ich jetzt hier nur Selection Box anwähle. Und ich erstelle mal hier einen neuen Raum. Das spielt keine Rolle. Und exportiere das Ganze. Und dann bekomme ich dann eben auf der Relux-Seite eben nur ein Teilprojekt eben mit diesem beschnittenen Gebäude oder Revit-Modell. Es lassen sich auch mit den Räumen da wirklich ganz lustige Ansichten dann generieren. Und das ist wirklich etwas, was wirklich sehr viel, also auch, glaube ich, auch allen, die eben mit dem Tool arbeiten, die mit Revit arbeiten, da mit komplexen Modellen und so arbeiten, wirklich Freude macht. Ja, und vor allem halt den Bereich eingrenzt, um halt wirklich Rechenzeit zu sparen bei Außenprojekten. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen, dass das halt lange geht, weil jedes Dreieck, also jede Struktur wird übertragen ins Relux. Auch im Hintergrund, wenn man jetzt nur direkt im Revit berechnet, wird halt alles übergeben. Und das kann man hier deutlich einschränken. Ja, man kann dann hier von hinten gewissermaßen das abgeschnittene Gebäude mit reinschauen. Oder man kann natürlich auch einen kompletten Schnitt durch das Gebäude machen, um dann auch in das Gebäude reingucken zu können. Das ist jetzt vielleicht für die Planung nicht ganz so relevant, aber für die Präsentation oder so kann man da also dann wirklich tolle Dinge damit machen. Mhm. Ja, das war's von meiner Seite. Robert, gibt es von deiner Seite was man im Programm? Nein, aber wir sehen jetzt hier sehr schön, es wurden auch die Leuchten übertragen. Also der Inno-Export, wie auch schon erwähnt, der beinhaltet auch Leuchten in beide Richtungen. Auch die Messfläche wurde übertragen. Also wir kriegen sozusagen eine wirklich gute Integration. Die wird auch immer besser zwischen Relux und Revit. Und vielleicht nochmal so abschließend, wir haben den photometrischen Rechenkern ins Revit eingebaut, um eigentlich mehr so eine raumbasierte Planung im Stapelverfahren ablaufen zu lassen, also dass man wirklich mit dem Raummanager, den haben wir jetzt gar nicht gezeigt, aber der Raummanager ist sozusagen, das haben wir letztes Mal schon gezeigt, der Raummanager ist etwas, da kann ich in Stapel alle Räumlichkeiten, das Gebäude hat hier annähernd 100 Räume, da kann ich allen Räumen, die irgendwie Büro sind, ein Nutzungsprofilbüro zuweisen, kann denen eine Grundleuchte zuweisen und kann dann mit EasyLux über das Wirkungsgradverfahren in diesen Räumen dann auch im Stapel einen Raum übergeben. Na, wir sehen es hier gerade mal kurz. Und das ist sozusagen eigentlich das Schöne oder das Riesenplus an ReluxCAD for Revit, dass ich hier relativ schnell viele Räume natürlich raumbasiert mit einem Wirkungsgradverfahren, also ohne viel Detailliebe, aber ich kann hier relativ viel sozusagen Masse machen, viel Meter machen in einer normativen Beziehung. Und
kann aber auch, wenn ich es möchte, auf eine Detailfläche reingehen. Aber das ist sozusagen der Punkt, wo es dann anfängt zu kippen, wo ich dann den Leuten eher empfehlen würde, wenn ihr jetzt wirklich detailliert Lichtplanung machen wollt, also so richtig mit Akzente setzen, Strahler setzen, ausrichten und. Das ist für die meisten, denke ich, immer noch bequemer im alten Relux oder im normalen Relux Desktop. Und da sozusagen haben wir den Export immer noch, sozusagen den In- und Export, die Verzahnung mit dem Desktop, dass man da vielleicht gewohnter, gerade wenn man Strahler ausrichtet, wenn man in vielen verschiedenen Leuchten arbeitet, macht es da gegebenenfalls noch mehr Sinn, weil wir da auch mehr gezieltere Lichtplaner-Werkzeuge haben, die halt im Revit so nicht da sind oder die halt nochmal ganz anders von ihrer Denke sind. Und das ist so ein bisschen der Übergang. Man kann theoretisch beides in beiden machen, aber das ist sozusagen der sinnvolle Cut im Arbeitsworkflow mit diesem Tool. Und wir werden beides sozusagen weiter auch stärken und verbessern. Also, dass die Berechnung, wir werden immer mehr Rechenwerkzeuge im Revit drin sehen. Wir werden auch zukünftig sowas wie Notlichtberechnung im Revit anbieten. Wie gesagt, die Norm habe ich schon erwähnt, 12464 kommt rein, die neue. Auch die werden auch US-Normen Genau. ins Revit reinpacken. Revit ist auch in den USA relativ populär. Da braucht es auch sozusagen auch normative Unterstützung von unserer Seite. Und ja, und wir werden sozusagen im EasyLux noch ein bisschen was machen. Wir werden auch EasyLux immer weiter ausbauen, auch im Desktop. Und das werden wir hier im Revit dann auch tun, sodass es auch immer bequemer, immer treffsicherer wird, die Werkzeuge. Und dann kann man sich quasi aussuchen, wo man arbeitet. Man muss natürlich, um das Plugin zu nutzen, ein Grundstück an Revit-Erfahrung mitbringen. Das ist vielleicht auch eine Hürde für viele Planer, die noch nicht so viel mit Revit zu tun hatten. Revit selber haben wir auch heute mal in der Demo gesehen, ist schon etwas, da muss man sich ein bisschen mit beschäftigen. Das ist nicht wie ein CAD-Programm, das ist schon eine ganz andere Denke. Ja, deswegen muss man da sich ein bisschen mit beschäftigen. Aber es macht Sinn, weil man dann wirklich das Gebäudemodell einfach nutzen kann, wie es ist, wenn man das einigermaßen beherrscht. Das ist schon toll. So, und jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit für die Fragen. Ich würde mal hier den Bildschirm ausmachen Genau. und unsere Fragen. So. Da geht's los. Okay, wir haben ein paar Fragen. Kann man die Eulung auch einfügen im normalen Relux Desktop? Natürlich. Ne? Also man kann auch im normalen Relux Desktop einfach die Eulung-Datei oder auch eine Rolf-Datei, geht auch alles, oder AES reinziehen. Man kann auch, wenn man jetzt mit dem Revit-Plugin über die Schnittstelle arbeitet, das heißt also beispielsweise Situation, der Architekt exportiert für Sie das Gebäudemodell ins Relux Desktop, in ein Relux-Projekt. Sie bearbeiten das Relux-Projekt, importieren dort Leuchten von RELUXnet aus der Datenbank oder per EULUMDAT, haben das dann im Projekt drin, kann der Architekt dann später wieder diesen Raum importieren und bekommt dann die von Ihnen ausgewählte Leuchten bei sich dann im Revit. Also es ist jetzt nicht unbedingt nur, dass derjenige, der in Relux die Lichtplanung macht, unbedingt auch mit Revit arbeiten muss, sondern man kann auch quasi über die Schnittstelle eben gewissermaßen einen Facharbeiter, einen Fachplaner, der mit Relux, mit dem Desktop arbeitet und der andere, der eben das Revit in Anführungszeichen bedient. Der Klaus fragt, beim Importieren einer AES-Datei statt einer LDT fehlen eventuell die Abmessungen. Ja, das ist so ein Punkt. Ich glaube, wir haben uns da was ausgedacht. Ich glaube, wir haben da Standardkiste. Es wird zunächst mal eine Standardkiste anhand von den leuchtenden Abmessungen genommen, aber es ist natürlich ein kleines Manko an den IES-Dateien, aber da gibt es leider natürlich dann auch jetzt keine Lösung dafür. Ja, als Eulen, das ist besser, beziehungsweise wenn man eine Rolf-Datei hat, man kann auch direkt eine Rolf-Datei in dieses Leuchtenfenster im Revit hineinziehen. Dann kriegt man natürlich dann richtige Geometrie und Bilder und so weiter. Das ist dann dieselbe Qualität wie aus dem RELUXnet. Dann könnten Sie mir bitte das Revit-Tool für die Erstellung der MEP-Räume abgeben? Ja, wir haben das ist jetzt schon drin. Man kann im Relux CAD for Revit, im Relux CAD for Revit kann man umschalten zwischen MEP und zwischen architektonischen Räumen. Also man kann auch sozusagen die Raumsicht auf MEP-Räume umschalten mit einhaken. Das müsste eigentlich schon ganz gut funktionieren. So, dann haben wir, gibt es im Revit bereits eine leuchtdichte Ansicht? Nur mit dem integrierten Renderer von Revit kann man natürlich Berechnungen und dann eben auch fotorealistische Darstellungen machen. Was jetzt nicht geht, ist, dass wir die Relux-Leuchtdichte-Darstellung in Revit darstellen. Das geht nicht.
Also man kann sich es rendern und dann kann man das sozusagen sehen, aber man kriegt keine Leuchtdichtewerte raus. Das sieht man halt nicht. Da müsste man ins Revit, ins Relux springen vom Revit. Dann würde man es da sehen. Derzeit. Aber eine gute Idee. Machen wir vielleicht. So, die hatten wir schon, die hatten wir schon, die hatten wir auch schon, die hatten wir auch schon. Da. Danke für eure Präsentation. Lässt sich die LDT-Datei aus eurem ersten Beispiel auch aus Revit als einzelne RFA exportieren? Ja, das geht. Das Also ist man alles. kann in dem, es gibt so eine Art Familienbauteillisten, also in dem Projektbaum vom Revit. Und da kann man auf die Leuchte draufklicken, also leuchten, dann die Leuchte und dann Rechtsklick und dann kann man sich die da als RFA exportieren. Ja. Man kann aber natürlich, da steckt ja dann nicht wirklich etwas drin, es ist tatsächlich nur eine Kiste. Also jemand, der ein bisschen Erfahrung hat mit Revit, kann dann auch schnell ein Leuchtenmodell quasi sich, also so ein derartig einfaches Leuchtenmodell selber bauen. Das würde dann auch das Problem mit diesen Abmessungen wegen der Ja, IEs beispielsweise man klären kann und direkt lösen. auch in den Familieneditor reingehen. Also man kann mit der Leuchte, das ist dann eine ganz normale RFA, wenn es um Revit ist, in den Familieneditor vom Revit reingehen und dann nochmal auch seine Leuchte nochmal customizen. Also vielleicht gerade, wenn man eine AES importiert, kann man nochmal dann die Kiste nochmal verändern und eine zweite Kiste mit dran docken oder dann halt modellieren und ergänzen und man kann das dann frei editieren. Wie steht es um die Einbindung von 3D-Connection-Mäusen in Relux? Keine Ahnung. Ich Also weiß nur, was wir mit kennen das, 3D-Connection-Mäusen ich hab sind. eine Idee, was das sein könnte. Es gibt so spezielle 3D-mausartige Interfaces für CAD-Umgebungen, also wo man auch die Höhe und sowas mitmachen kann. Haben wir jetzt im Relux noch gar nicht drüber Drüber nachgedacht, nachgedacht. ehrlich gesagt, um da die Mäuse einzubinden. Aber müssen wir uns mal anschauen, das ist eine gute Idee. Im AutoCAD wirkt das ganz gut. Im Revit, glaube ich, müsste es auch super funktionieren. Müssen wir uns mal anschauen, was es da für Schnittstellen gibt, was wir da noch machen müssen. Gibt es schon eine beispielhafte, das finde ich jetzt eine sehr spannende Frage, gibt es schon eine beispielhafte GLDF-Datei, welche ihr mal in Revit in dem erweiterten BIM-Merkmalen zeigen könnt? Gibt es nicht. Gibt es Wir nicht. sind, was GLDF anbelangt, im Revit noch nicht sozusagen fertig. Wir haben angefangen. Wir können es im Desktop sind wir schon relativ weit. Und es muss aber erst im Desktop fertig sein, damit wir es auch im Revit sehen. Also im Revit nutzen wir ganz viele Relux Desktop-Funktionalitäten im Hintergrund. Also auch das Auflösen von einer Eulung da zum Beispiel oder wenn man eine Rolf-Datei einliest. Und das wird auch genauso mit GLDF sein, wenn ich eine GLDF im Revit einlese, nutzen wir im Hintergrund sozusagen die Funktionalitäten aus dem Relux Desktop. Und wenn die dann steht, dann wird das dann sozusagen auch alles dann im Revit sich dann darstellen und anzeigbar sein. Wird kommen. Dann, hallo, wir arbeiten im Moment mit Relux Desktop und Revit 2021. Welche Programm-Plugins werden notwendig, um das gemeinsam nutzen zu können? Natürlich einfach das, was wir gezeigt haben, das Relux CAD for Revit Plugin. Und wie gesagt, das ist ein kaufpflichtiges Programm, aber es gibt eine 30-Tage-Demo-Version, um es testen zu können. Und Sie können uns auch gerne, wenn Sie Hilfe bei der Kaufentscheidung brauchen, beraten wir Sie auch gerne persönlich. Da einfach bitte in unseren Support, support@relux.com schreiben und die Kollegen werden Sie dann da entsprechend mit unterstützen. Ich habe es aber noch aufgeschrieben, falls die Frage kommt. Das Relux CAD for Revit kostet derzeit 438 Franken. Das ist sozusagen die Gebühr. Müsst ihr euch jetzt umrechnen in Euro. Und es gibt auch eine 30-Tage-Testlizenz. Ein bisschen wie Revit selber. Man kann es 30 Tage lang ausprobieren für sich, ohne was dafür zu bezahlen. Und dann nach 30 Tagen muss man sich dann entscheiden, ob man dann die 438 Franken dafür ausgeben möchte. So. Wird die Planung von Innenräumen in Revit demnächst Vorschrift für die Lichtplanung? Nö. Man kann das machen, wie man möchte. Also das ist nur ein Werkzeug. Der Lichtplaner hat die freie Wahl der Werkzeuge. Revit ist halt ein Werkzeug, wo man schon relativ viel vormodelliert bekommt, wo die Informationsdichte relativ hoch ist. Aber man kann natürlich immer noch das machen, wo man möchte, wie man möchte. Man kann es jetzt auch von Hand rechnen, von Hand nachweisen, wenn man das möchte und kann. Da gibt es keinen Zwang. Also die Umstellung des Planungsprozesses hin zu BIM-Systemen.
Dann momentan wird man sich vielleicht noch die Frage stellen, wie viel Prozent der Projekte werden derzeitig noch nach BIM geplant. Das wird mit Sicherheit aktuell wahrscheinlich noch nicht einmal die Mehrheit der Projekte sein, aber es werden immer mehr werden. Und in vielen Ländern, also auch Deutschland speziell oder auch Zentraleuropa, ist da ein bisschen hinten dran. In USA, in anderen Ländern, in skandinavischen Ländern sind es mittlerweile die BIM-Planung an sich eben schon zum Teil Vorschrift für öffentliche Gebäude. Und dann hat man natürlich sehr schnell das Bedürfnis, auch die Lichtplanung direkt an dieses Planungswerkzeug BIM eben angebunden zu haben. Ja, das ist vielleicht ein guter Kern der Ja, klar. Frage, also ob man verpflichtend BIM-Planung machen muss, gesetzlich vorgeschrieben. Das ist etwas, was eher die generelle Planung der Gebäude, also ein Planfeststellungsverfahren oder eine Genehmigungsebene hat, dann irgendwann sagen dann die Baubehörden, jetzt noch nicht, das wird aber irgendwann bestimmt auch mal kommen, dass den Baubehörde sagt, ich brauche sozusagen euren Entwurf nicht mehr als CAD, ich brauche euren Entwurf als digitales Gebäudemodell, wahrscheinlich als IFC, als derzeit einziges freies, offenes Datenformat, wo auch die Behörden und wo sozusagen, ja, wo Behörden und Regierungen sozusagen drauf stehen. Und da muss man das irgendwann als IFC vermutlich mal abgeben. Das ist aber momentan noch nicht irgendwie in ein Datum gegossen. Aber das kann natürlich passieren, aber das ist jetzt nicht von Fachplan, das ist eher was dann, wenn man wirklich eine behördliche Genehmigung erwirkt für den Bau. Dann muss man irgendwann mal in diese Richtung gehen. Aber das ist, wie das beim Lichtplaner ankommt, da wird dann eher dann die übergeordnete Planungsebene oder der Architekt wird dann bitten, dass man das digital zuarbeitet, weil er es dann digital abgeben muss. Ja, es ist dann so ein kleiner Rattenschwanz, der sich dann auch reinzieht. Aber es muss nicht Revit sein dann, ne? Also keine Angst, kann alles Mögliche sein. Hier ist eine Frage an mich von Lukas. Liebe Grüße. Ihm kommt das Gebäudemodell bekannt vor. Ja, das ist das Trilux-Gebäude in Köln. Das habe ich damals sozusagen nicht selber nachgebaut. Das habe ich sozusagen bekommen. Also das ist ein schönes Beispiel von, ich muss es nicht selber nachbauen. Ich habe das sozusagen bekommen von den Architekten. Die Architekten, Kraft war das, glaube ich. Die haben das modelliert in BIM und konnten sozusagen ein IFC davon ausleiten. War nicht ganz perfekt. Und ich habe auch selber da keine Lichtplanung mitgemacht. Hat ein anderer geplant, nicht ich. Weiß gar nicht, wer es geplant hat. Wahrscheinlich auch ein Trilux-Kollege. Ja, also wie gesagt, das ist das Trilux-Gebäude in Köln. Wer mal dran vorbeifährt, wird das Ding erkennen. Ja, die Kosten für die Plugins haben wir schon So. erwähnt. Das war auch eine Frage. Dann, wenn man den Boden als Berechnungsfläche anklickt, wird dann eine Randzone berücksichtigt. Ansonsten werden die erforderlichen Gleichmäßigkeiten. Bei den automatisch erzeugten Bewertungsflächen im Raum wird es so, wie man es auch vom Relux kennt, wie es ist, kann man das einstellen, was die Randzone sein soll. Und dann wird also die Referenzebene oder klassische Bezeichnung Nutzebene eben mit dem halben Meter Raumabstand respektive dem, was eingestellt worden ist, beziehungsweise nach neuer Norm dann auch, gibt es ja noch 15%. 15% maximal 5,5 Meter. Ja. Das wird dann alles dann mit berücksichtigt. Für die Flächen, die man anklickt, kann man es da auch einstellen? Weißt du Die es gerade? Flächen, die du anklickst, da kriegst du nur den Randbereich ringsrum von einem halben Meter. Also hast Aber immer das. also wenn jetzt einen Boden anklickst, würde es der Umgebungsbereich halt um den Boden herum einen halben Meter sein. Das macht keinen großen Sinn. Also Okay. Aber eventuell wäre es noch interessant, das Feature, das wird es zukünftig vielleicht mal noch, dass ich auch eine Fläche anklicken kann und die Messfläche um einen Betrag x um kleiner dann wird einen als Randbereich nochmal zu erlauben. das um eben auch gerade Ja, auch in gerade Außenanlagen im Außenbereich. Ja. hat man dann schnell mal das Problem, dass man dann bis in den Rand hin rechnen möchte und dann ist das wie richtig bemerkt, kriegt man Probleme mit den Gleichmäßigkeiten. Das wäre noch ein gutes Feature, das werden wir uns mit aufnehmen. Einschnüren, ja. Wenn ich nach der Positionierung der Leuchten mit EasyLux die Leuchten manuell verschiebe, hatte ich dann ein neues Ergebnis. Man muss dann nochmal neu berechnen. Berechnen. Ja, also wenn man sie verschiebt, habe ich auch vorhin nicht zeigen können, aber ich habe es beim Üben sozusagen erlebt. Ich habe sozusagen die Leuchten verändert und dann kam wirklich, jeder der Ergebnisse werden jetzt ungültig, wie im normalen Relux auch. Und dann, man kann die Leuchten frei positionieren. Aber leider ist wir haben keine Leuchtenanordnung im Revit. Das ist so ein bisschen der Unterschied, was ich meine mit Werkzeugen. Wir haben jetzt nicht so eine schöne Rasterstruktur, wo ich jetzt einfach sagen kann, rück die mal alle ein bisschen näher zusammen oder ziehe sie auseinander. Ich habe in Revit dann wirklich einzelne Leuchten, wo ich keine Gruppenstrukturen habe, die ich da bewegen kann. Also sowas Ähnliches gibt es auch, aber da muss man sich wieder so ein bisschen hinangeln mit den Revit-Werkzeugen.
Also man kann aber die Leuchten alle frei positionieren, frei verschieben, von Hand setzen und dann aber muss man immer wieder neu berechnen, um halt neue Ergebnisse zu bekommen. Das ist wie im echten Redux-Desktop halt auch. Dann fragt nochmal jemand, dass man die Kosten für die Lizenzen, dass wir das nochmal sagen. Also die Lizenzen beginnen bei 438 Schweizer Franken. Es gibt verschiedene Varianten, Netzwerklizenzen und so weiter. Da sich bitte einfach auf unsere Homepage und unserem Online-Shop bitte informieren. Genau, man kann es sich in unserem Online-Shop auch kaufen. Also man muss jetzt eigentlich nicht unseren Vertrieb sozusagen kontaktieren, einfach Online-Shop. Seine Kreditkarteninformationen hinterlegen und dann kriegt man den Lizenzschlüssel. Das ist eigentlich nur ein Schlüssel, den man dann eingibt in das, was man sich downloadet als Testversion. Also es ist relativ bequem mittlerweile. Können auch selber entwickelte Leuchten, LDT-Dateien in Revit genutzt werden? Ja. Einfach nur LDT-Dateien, haben wir ja gesagt, das funktioniert. Ja. Ich denke, die Frage jetzt auch, sich selber eine Leuchte zu bauen, eine IES reinzuhängen, funktioniert geht, auch. Geht alles. Ja. Also es klappen alle RFAs auch, also alle RFAs von Herstellern. Also ich kenne es selber auch von Trilux. Da gab es auch eine ganze Reihe von dem Leuchtenhersteller selber erzeugten RFAs. Ne? Wenn man selber als Hersteller sich seine RFA selber modelliert, die kann man alle auch verwenden. Also die Hersteller, man kann auch selber sich, also der Familienanbieter in Revit, der ist auch frei, der kommt mit Revit mit dazu. Und da kann man sich auch selber eine Leuchte gestalten mit einer AES als echte Lichtverteilung. Und die kann man natürlich auch verwenden. Also auch eigene Leuchten gehen wunderbar. Also alles ist möglich sozusagen. Da gibt es keine Einschränkungen. Eine der Stärken, was Revit gegenüber anderen BIM-Systemen hat, ist halt diese Trennung zwischen dem eigentlichen, eigentlichen Projektsoftware und dem Familieneditor, mit dem es Drittherstellern oder Produktherstellern möglich ist, ihre Produkte für das, also sei es jetzt nun Leuchten oder eben Türen, Fenster, Möbel etc., Toiletten, Ohrsysteme, was auch immer, eben modellieren zu können, sodass sie in den Projekten eingesetzt werden können. Da hat Revit einfach einen starken Vorteil gegenüber den sonstigen Systemen, die am Markt sind. Gut, dann sollte man an der Stelle einen Punkt machen. Wir haben schon 40 Minuten verbraucht. Wir sind jetzt auch am Ende der Fragen. Also gutes Timing, gutes Verhältnis von Frageumfang zu unserer Zeit, die wir haben dafür. Ja, vielleicht unterm Strich gesagt nochmal danke fürs Zuschauen, danke fürs Interesse. Wenn Fragen offen sind, sprecht unseren Support an, support@redux.com. Auch wenn ihr euch unsicher seid, was es für Feature gibt, was man damit machen kann, was man damit nicht machen kann. Die Kollegen beantworten sehr gerne die Fragen. Ansonsten sind wir auch immer dankbar und offen für alle Anregungen, für alle Erweiterungswünsche, die nehmen wir sehr gerne mit auf. Und natürlich auch alles, was irgendwie euch nicht gefällt. Das ist auch für uns genauso, wenn nicht sogar interessanter als das, was euch alles sozusagen gefällt. Dann kann man es halt verbessern und auch immer weiter sozusagen perfektionieren und noch besser machen, als es heute ist. Noch eine letzte Frage, die reinkam, wo die Aufzeichnung auf YouTube. Auf YouTube wird es sozusagen immer wieder Aufzeichnungen, also jedes Fun mit Redux gibt es auf YouTube. Und auch wir haben eine Subseite auf redux.com. Fun mit Redux unter, ich glaube, Schulungen ist das unterkategorisiert auf redux.com. Und da ist auch nochmal eine Zusammenstellung von allen Fun mit Redux-Episoden. Und die nächste Fun mit Redux-Episode ist die Nummer 11 und da geht es um Straßenbeleuchtung. Ja, da machen wir sozusagen da kümmern wir uns um und gucken uns mal an, was alles mit Straßenbeleuchtungsberechnung geht. Ist auch spannender Block. Da kam ganz zum Schluss noch eine Frage wegen Lizenzen rein. Die können wir jetzt gerade so nicht. Bitte die Frage einfach direkt an unseren Support stellen. Was mit Netzwerklizenzen? Irgendeine Frage zu den Netzwerklizenzen, also ein konkretes Problem. Okay. Ja, das war's. Hat mir immer Spaß gemacht. Ja. Und wir freuen uns auf das nächste Mal. Dankeschön. Und bye. Bis bald.